Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Caesar 4. Und ihr seht hier, die Dämmerung setzt ein in unserer schönen Stadt Karalis. Hier oben haben sich leider ein paar Villen zurückentwickelt. Entwickelt sich mit Attraktivität. Warum ist denn diese Villa so zerstört? Wahrscheinlich ist sie einfach niedergebrannt. Daran wird es gelegen haben. Okay, reißen wir sie ab und bauen sie neu. Okay, jetzt habe ich sie leider ein bisschen falsch gebaut, aber egal. Passt schon. Wir müssen ein bisschen aufpassen, denen kommen hier ein bisschen die Luxuswaren abhanden. Ein bisschen wenig Wein. Wir schauen auch mal hier auf unseren Berater. Für das Prestige unserer Stadt müssen wir mehr Ansehen in Rom erlangen. Wohlstand ist gar nicht so schlecht geworden, aber das müssen wir noch deutlich erhöhen. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Ja, machen wir. Kleidung dauert halt leider. Wir müssen... Es sind Handelsrouten. Gucken, wir noch einige Gebiete. Durch die Frömmigkeit unserer Stadt werden die Götter bestimmt auf uns aufmerksam. Warum habe ich denn zwei Markeres? Trauben und Oliven wachsen schneller. Okay, gut, dass wir zwei Markeres haben. So. Einige Gebiete der Stadt würden von einem besseren Gesundheitssystem. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Equities sind genau richtig. Brauchen mehr Plebeier unbedingt. Okay. Hat unten noch Kleidung. Ja, dann muss ich gleich auch gucken, warum da das Ganze überhaupt nicht vorangeht. Zack, zack. Das hilft auch so nicht. Dass diese Pause sich immer automatisch beendet, das finde ich schrecklich. Nötig Zugang zur Straße, alles klar. Du kommst ja auch gleich. Ha, das ist unsere schiefe Riege von. Ich hab schon wieder vergessen, wie unsere Stadt heißt. Karalis. Sehr hübsch hier. Egal, zweckmäßig bei den. Hier ist jetzt die Attraktivität zu wenig, ist das euer Ernst? Also bei den Plebejern, die können auf jeden Fall hier mit dieser Zweckmäßigkeit, glaube ich, leben. So, was mir nicht gefällt, ist natürlich, dass wir so wenig Kleidung haben. Das könnte allerdings auch mit daran liegen, dass wir einfach zu wenig Arbeitsplätze, oder beziehungsweise dass die Arbeitsplätze nicht vernünftig laufen. Was wir unbedingt auch machen müssen, ist bei den Standardwaren verbieten, dass sie Kleidung anbieten. Wo sind denn unsere Kleidungsfabriken überhaupt? Die sind neu gebaut, ne? Kein Rohmaterial, kein Rohmaterial, kein Rohmaterial. Zu wenig Arbeiter, ja. Oh, außerdem hast du keinen Straßenanschluss. So. Unsere Stadt braucht mehr Arbeit. Es sind Handelsrouten verfügbar, die unserer Stadt zum Vorteil gereichen würden. So. Zack. Und jetzt hoffe ich, dass wir genug Arbeiter haben. Das sieht gut aus. Kein Rohmaterial. Das sollte sich hoffentlich bald ändern. Da sind nämlich die ersten Goldstücke und damit können wir dann Kleidung machen. Ich hoffe, dass wir genug haben für Caesar nachher. Es sind Handelsrouten verfügbar. Okay, Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Füllen, um Ansehen zu erlangen. Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir es nicht schaffen. Und hier leert sich das Ganze langsam. Was ist die Ton? Schichten hier angeht. Einige Felder sind über Nacht greif. Die Bauern erkennen dann Heereswerk. Sehr schön. Wo denn? Weinberge. Das ist doch schön. So, du darfst wieder arbeiten. Aber wir müssen den Ton jetzt wieder haben. Können wir einen mehr hier machen. Was ist denn hier eigentlich hier? Na egal. Das soll wohl funktionieren.
Silos sind relativ voll. Dieses Silo ist absolut voll. Ganz gutes Zeichen für uns. Da kann auf jeden Fall ganz viel Gemüse exportiert werden und trotzdem haben wir noch genug, um unsere Bevölkerung zu versorgen. So, und EPTs, denen geht es hier auch ganz gut. Hier unsere neuen. Denen geht es auch ganz schön gut, muss man sagen. Wir haben ein bisschen wenig Nahrung. Das ist vielleicht ein bisschen weit zum Nahrung. Zum Markt vorbei geht. Das ist nicht so wild. Nur euch hier irgendwie eine Abkürzung schaffen. Das hätte ich gerne gemacht. Was wir machen könnten, wäre hier das Aquadukt umlenken. Gibt das? Ne, das gibt leider nicht. Das geht wohl. Forderung nach Kleidung ist fast erreicht. Letzter Monat. Okay. Mal langsam. Zack. Korrigieren das Ganze hier ein bisschen. So, und dann bauen wir hier eine Straße durch. Ah, das geht auch nicht. Gemeinheit. So ein Stückchen. Naja, egal. So, wir müssen jetzt die Zahlung an Rom machen. Es gibt eine noch ausstehende Forderung, die bald erfüllt werden muss. So. Die Stellung als Statthalter ist jetzt etwas sicherer. Okay. So, wie sieht's sonst aus? Rom sieht ihre Bemühungen. Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Wohlstand und Kultur sind so die Hauptsachen, um die wir uns noch kümmern müssen. Okay. Wodurch bekommen wir Kultur, Bildung, Religion, Unterhaltung, medizinische Versorgung. So, man könnte natürlich jetzt eine Gladiatorengilde machen. Und Gladiatorenbilden brauchen wir. Okay, wir lassen das mit den Gladiatorenbilden. Stattdessen. Ja, da geht leider dann nicht mehr. Komm, bauen wir mal ein Krankenhaus. So, das sollte vielleicht ein bisschen was helfen, hoffe ich. Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Bildung, Religion, Unterhaltung. Schauen wir doch mal auf die Spezialkarten. Bildung. Gesamte Bildung. Überhaupt keine. Haben wir denn irgendwas, was Bildung erzeugt? Bildung, Schulen. So. Und eine Bibliothek wäre auch nicht schlecht. Oh, okay, brauchen wir dann noch. Hätten wir eine alleine bauen können, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber egal. Das ist doch schon mal schön, dass wir das jetzt geschafft haben, das zu erhöhen. Bildung, Religion, gesamte Religion. Da oben ist es mit der Religion ein bisschen schlechter. Ansonsten geht's. Gesundheit. Die ist gut überall. Unterhaltung. Ist auch gut. Hier unten fehlt ein bisschen an Unterhaltung. Hier unten könnte man vielleicht nochmal ein Odeum hinsetzen. Weil das natürlich nur die Patrizier sind. Das ist nicht ganz so wild. Trotzdem gönnen wir denen das mal. Ah, das ist jetzt nicht dein Ernst. Dass die das trotzdem nicht bekommen. Wir müssen uns mehr um den Wohlstand unserer Stadt kümmern. Ist das... Naja. Wir können auf jeden Fall jetzt hier gleich nochmal ein paar Wilden reinsetzen, würde ich sagen. Das passt alles wieder so überhaupt gar nicht hier dran. So, haben wir wenigstens zwei, zu wenig Unterhaltung. Das sollte sich auch hoffentlich bald ändern. Wenn wir das mit Odeum nehmen. Das kann ich bald entwickeln. Unsere Bevölkerung hat 2500 Bewohner erreicht, meine Güte. So. Eigentlich muss ich halt ein Gebiet haben. Entwickelt sich mit Attraktivität immer noch.
Schöpferwaren ausliefern. Entwickelt sich mit Attraktivität. Wir müssen mit dem Geld wieder aufpassen. Nicht, dass wir jetzt auf einmal zu viel investieren, aber eigentlich sollte das gehen. So. Entwickelt sich mit Religion. Entwickelt sich mit Hygiene, entwickelt sich mit exotischen Waren. Okay, die sind alle mit unterschiedlichen Dingen unterwegs. Das heißt, die lassen wir mal einfach erstmal so. Entwickelt sich mit Attraktivität. Fehlt gerade auch ein bisschen Nahrung und Standardwaren. Aber eigentlich solltet ihr die erreichen können. Nicht so schwer für euch sein. Was mich ein bisschen hier stört, ist jetzt wieder die Stadtkasse. Für das Prestige unserer Stadt müssen wir mehr Ansehen in Rom erlangen. Kultur ist wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch Wohlstand und Ansehen. Rom, sie. Im Moment sind die Finanzen unserer Stadt in Ordnung. Ein Marktstaat zahlt keine Steuern aktuell. Und dann brauchen wir nochmal ein Steuerbüro. Vielleicht hätte ich vorher mal gucken sollen, wohin. Wein müssen wir liefern. Nicht der Film verlieren wir ansehen. Okay. Das heißt, wir müssen hier gerade mal den Weinexport auf jeden Fall einstellen. Und dann sollte das hoffentlich reichen. Können wir den einen zum Schlafen legen. Unsere Nahrungsmittelbestände sind bombastisch. Das ist doch soweit alles ganz gut. Dass hier keine Dingens haben. Hier ist auch ausgebrochen. Aber eigentlich sollte hier eine Klinik in der Reichweite sein. Jetzt machen wir mal gerade Folgendes. Reißen wir die Säule ab. Und hoffen, dass das Ganze jetzt hier trotzdem noch geschlossen werden kann. Den Geschickten platzieren einer anderen Säule. Wie kann ich das denn jetzt bitte löschen? Egal. Ja, gut. Klappt. Rom verlangt Tribut. Das ist mir gerade ein bisschen zu wenig Geld, was wir hier haben. Nicht auf jeden Fall, den wir ansehen. Örtliche Banditen? Warum? Uns wurde doch zugesichert, dass unsere... Hä? Uns wurde doch wirklich zugesichert, dass im Moment wir nicht sind auf die Militär achten müssen. Es liegen Berichte über feindliche Streitkräfte vor, die sich unserer Stadt nähern. Okay, das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall freikaufen. Das heißt, wir müssen erstmal 1500 Denari sammeln, die haben wir inzwischen. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen sparen einfach. Und wir müssen ja Rom auch noch was liefern. So. Es liegen Berichte über feindliche Streitkräfte vor, die sich unserer Stadt nähern. So, und jetzt müssen wir wieder 750 für Rom sammeln, aber das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Und dafür haben wir noch relativ viel Zeit. So. Ich bin zufrieden mit unserer Stadt hier. Wir schauen nochmal auf unseren Wertungsberater. Für das Prestige unserer Stadt müssen wir mehr Ansehen in Rom erlangen. Ja, Wohlstand ist jetzt das, was noch einzig entscheidend ist. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall bald mehr Villen bauen und so weiter. Große Villa, mittlere Villa. Jetzt haben wir genug Geld, um Rom unseren Tribut zu leisten.
Machen wir aber noch nicht. Dann 750 müssen wir dafür zahlen. 760 hatten wir gerade. Jetzt haben wir 916. Ja, wir warten einfach mal die 6-Monats-Warnung ab. Umbrenz. Das gefällt mir jetzt schon mal was abgebrannt, weil hier keine Präfekturen und Ingenieure in der Nähe waren. So. Sollte ich jetzt hoffentlich löschen. Ja. Geht sich mit Hygiene. Damit kann ich leider aktuell nicht dienen. Könnten Statthalter anwesend übrigens bauen. Ich weiß nicht, bringt das. Auf einen Elite-Rang, von durchschnittlichem Rang, niederen Rang. Also ich würde auf jeden Fall gerne den Statthalter wieder bauen. Ich glaube, das erhöht nämlich auch drastisch die Attraktivität. Da machen wir mal den durchschnittlichen bald. Aber erstmal müssen wir unser Geld hier nochmal sparen. Umverlangt nach Wein. Erste Warnung. Ja, okay. Die können wir aber bald erfüllen. Das sollte kein Thema sein. Gerne gleich nochmal hier doch nochmal ein bisschen das Wasser umleiten. Und hier hinter lang ziehen. Da können wir noch eher da was hinsetzen. Ich glaube, das wäre besser. So. Komm, ich mache jetzt erstmal diese Zahlung. Wir müssen uns mehr um den. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Zack. So. So, schließen wir uns jetzt hier an. Und so. Dann können wir jetzt hier das einmal wegziehen. Ich darf nicht nach unten scrollen. Gemeinheit. So. Das heißt, wir können jetzt hier die nächsten Villen bauen. Das ist doch wesentlich schöner. Jetzt fehlt halt immer noch ein bisschen Geld. Ich würde ganz gerne ein bisschen mehr Geld gerade haben. Nicht, dass ich jetzt hier... So eine Villa kostet halt 100 Denari pro Stück. Das ist schon nicht wenig. Nicht, dass wir gleich unsere Löhne nicht zahlen können. Da hatten wir beim letzten Mal so starke Probleme. In der letzten Stadt, meine ich damit. Nicht in der letzten Folge. Siehst du, jetzt ist nämlich hier schon wieder Geld runtergegangen. Wir exportieren, glaube ich, auch gerade nicht so gut. Auch vor allem natürlich auch, weil Wein gerade nicht so gut geht. Das müssen wir wieder sparen. Hamstern wir ja auch, glaube ich. So, das kommt so. Wir haben noch eine ausstehende Bestellung, die bald erledigt werden muss. Und dann können wir ja. Wobei eigentlich so viel Wein können wir gar nicht verkaufen. Wie viel Kleidung wir auch haben. Ich glaube, ich habe vergessen, Kleidung freizugeben. Kann das sein? Nachdem wir die. Also, wir hatten es zwischendurch, glaube ich, gesperrt. Genau. Jetzt zwischendurch gesperrt. Weil wir da ja Rom eine Zahlung geben mussten. Von Kleidung. Das ist aber jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Haben wir hier irgendwie das, was Kleidung auch noch ist? Ich glaube nicht. Imperium. Braucht wer Kleidung? Von euch. Nee, Kleidung will kein Mensch haben. Ich habe so viel davon gebaut. Ärgerlich. Gut, dann leider nicht. So, aber hier kommt auch immer gut was zusammen. Wir müssen auch später was importieren unbedingt, aber noch nicht jetzt. Habe ich Wein jetzt wieder freigegeben? Ja, kauf nur nicht so viel, damit unsere Villen da auch noch genug rausbekommen. Gibt lieber einen Standardwaren, ist erlost. Das sollte sich bald ändern. Ein bisschen wenig Geld. Unsere Exporte sind ein bisschen schleppend aktuell. Aber gut, wir mussten letztes Jahr auch relativ viel Geld dann zahlen an Rom und an die Plünderer, mit denen wir ja nicht gewarnt wurden insgesamt. Sehr, sehr gemein. Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal so einen schönen Handelsboost erleben.
Rom sieht ihre... Es sind Handelsrouten verfügbar, die unserer Stadt zum Vorteil gereichen würden. Das brauchen wir natürlich nicht. So, da haben wir doch Geld. Das wollte ich nochmal sehen. Aber das war's jetzt für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.